diese Dinger? Birnenform? Apfelform? Quitten. Mhm. Und kennen Sie ihn noch? Mein Entsafter. Ja, kommt heute alles in Einsatz und in diesem Video. Ich möchte heute Quittengelee machen. Habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Habe das nur von einem Bekannten mal so zum Probieren gekriegt und fand das super lecker. Dann habe ich mich mal schlau gemacht. Es gibt zwei Sorten Quitten. Einmal diese hier, das sind Birnenquitten. Und diese Quitten haben was ganz Besonderes. Diese hier schon nicht mehr, aber hier, diese Apfelquitten. Die haben es noch. Sehen halt auch aus wie ein Apfel. Die haben so einen Pflaum drumherum. Den muss man vorher abrubbeln. Macht man am besten mit so einem Küchentuch. Bis sie so richtig schön glänzen. Also so wie die Birnenquitte. Tja. Und dann entsaftet man die Gutsten. Gucken Sie mal, das geht sogar richtig schnell. Und die sind steinhart. Ich finde Quitte ja total interessant, weil, ja, ist mal was anderes. Habe ich selber nicht im Garten. Jetzt haben wir unsere Bekannte, die hat uns die mitgebracht und sagte, mach doch mal ein Video dazu. Ich sage, ich habe gar keine Ahnung, was ich mit Quitten mache. Sagt sie, Gelee. Ich sage, stimmt. Habe ich von einem Bekannten bekommen. Ich sage, muss ich mal probieren, ob man das essen kann. Schmeckt. Jetzt haben Quitten diese doofe Eigenschaft. Hier sind übrigens nochmal Birnenquitten. Davon habe ich, glaube ich, nur drei Stück. Ja, drei Stück. Und die restlichen sind alles Apfelquitten. Nun haben Quitten die ganz böse Eigenschaft, dass sie total hart sind. Ja, wie macht man jetzt Quittengelee da draus, ne? Also, habe ich mich ja mal so ein bisschen schlau gemacht. Gott sei Dank bei meiner Gartennachbarin. Und die sagte, eigentlich macht sie das immer ganz einfach. Sie lässt alles dran. Schale und. Schmeißt die in den Entsafter. Wenn der Saft nachher unten rauskommt, macht sie da Gelee von. Wiederum eine andere Freundin sagte, sie schält die Quitten, nimmt das Gehäuse raus, schmeißt das dann in einen Topf mit wenig Wasser, lässt das auskochen und macht daraus Gelee. Ich sage, und was machst du mit dem Fruchtfleisch? Ja, da macht sie Kompott von. Gut, jetzt will ich keinen Kompott von machen, also habe ich mir gedacht, Quitte, vierteln, entsaften, fertig. Ob das klappt, werden wir ja später sehen. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Quitten hier von ihrem Pflaumen befreien. Das sieht aber auch witzig aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich die dann aufschneide, dann gucken wir erstmal rein, wie so eine Quitte drinne aussieht. Also, wie gesagt, ich habe noch nie Quitte gesehen. Also gesehen schon, aber noch nie gegessen. Oder mein Vater zum Beispiel, der hat mir erzählt, die kann man sogar essen. Sollte man in der Pfanne anbraten oder sowas. Kann ich ja nachher mal probieren, ne? Sie sind ja dabei. Bis gleich, ich mache das jetzt fertig. Jetzt habe ich meine Quitten von ihrem Pflaum befreit und jetzt, und dann nochmal schnell übrigens abgewaschen, und jetzt schneide ich die in der Mitte durch. Ich habe, da ich ja nun wirklich keine Ahnung habe, wie das Ganze hier, wie die sind, mich dann nochmal belesen. Und habe gelesen, dass die Kerne für den Menschen giftig sind, weil sie Blausäure haben. Und die sollte man entfernen. Also mache ich das jetzt sicherheitshalber doch, weil hatte ich jetzt nicht vor. So irgendwie, ne? Ansonsten fand ich das sehr interessant, dass Quitten im entferntesten Sinne mit der Rose verwandt sind. Wusste ich auch nicht. Und theoretisch könnte man sie sogar roh essen.
In Deutschland selber gibt es 200 verschiedene Sorten Quitten. Ja, ich habe zwei davon, eine Birnenquitte und eine Apfelquitte und harte Quitten. Also habe ich doch drei Sorten. So, also, was mache ich damit jetzt? Die kommen jetzt gleich in meinen Dampfentsafter. Den zeige ich Ihnen gleich mal. Ich mache nur mal so ein paar fertig. Den kennen Sie ja eigentlich schon, dieses Prinzip dieses Entsafters. Hier unten Wasser, darüber ein Sieb. Und da kommt das Obst rein und fertig ist. So, also das ist schon eine ganz schön harte Geschichte, weil, also steinhart sind die Dinger. Und eigentlich erntet man die, wenn sie gelb sind. Die habe ich ja nun geschenkt gekriegt und die sind teilweise noch grün. Ist aber nicht tragisch, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist auch mein erster Versuch. Ich habe noch eins ganz interessant gefunden. Man kann da Quittenlikör draus machen. Ja. Und da habe ich mir jetzt schon überlegt, wenn ich noch mal von irgendjemandem Quitten kriege dieses Jahr, dann werde ich noch mal Quittengelee machen. Vielleicht mache ich da ein Video zu. Dann werde ich mir aber noch ein paar andere Sachen raussuchen, die man mit Quitten noch machen kann. Weil, ich sag mal, nur Likör ansetzen ist ja jetzt nicht so schwierig. Das dauert auch nicht so lange. Aber vielleicht mache ich dann ein Quittenbrot. Und Quittenbrot ist nicht typisch Quittenbrot. Das ist so ein bisschen anders. So, jetzt habe ich hier so ein paar fertig geschnitten. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Dampfentsafter. Wie gesagt, ganz einfaches Prinzip. Hier unten Wasser. Darüber, ja, wie so eine Art Trichter. Und da oben dann das Sieb drinne, wo jetzt, wie man sieht, der Dampf aufsteigt. Und da kommen diese Quitten rein. So, sind jetzt erstmal nur ein paar. Werden natürlich jetzt im Laufe des ganzen Tages noch mehr. Und die entsaften dann. Es fällt hier rein. Und hier habe ich dann mein Röhrchen und da kann ich den Saft dann nachher rauslassen. Tja, Frage ist natürlich, wie lange dauert das, ne? Das weiß ich selber nicht und wie viel da vor allen Dingen bei rauskommt. Weil Sie merken ja, die sind noch ganz schön hart, obwohl die hier ist schön gelb. Ja, also roh kann man sie wohl essen, wie ich schon gesagt habe. Aber ich bin da immer ein bisschen schissig. Also lasse ich das lieber. So. Sie sehen, das ist eine etwas längere Aufgabe. Die werde ich jetzt fix erledigen. Und wenn dann der erste Saft rausläuft, dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich sage mal bis gleich, nicht? Nun ist soweit. Das Ganze hier hat jetzt wirklich elendig lange auf dem Ofen gestanden. Und schön geblubbert. Und ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen was an Saft herausbekommen. Zumindest den ersten Saft. Den hätte ich ja gern. Weil, wie gesagt, ich möchte ja Gelee von machen. Ne? Ist ganz schön heiß, das Zeug. So. So. Und es läuft. Können Sie das hören? Richtig schön. Heute ist übrigens so ein richtiger useliger Tag. Kennen Sie das Wort uselig? Das regnet draußen. Es stürmt und es ist so richtig Herbst. Aber wir haben unseren Ofen an. Wir haben hier, ich guck mal eben, angenehme 29 Grad. Und nebenbei gibt es Quittensaft. So. Mal das mal eben. So, den ersten Quittensaft haben wir. Ist zwar nur ein kleiner Schluck, aber das reicht mir ja, um, keine Angst, ich bin gleich wieder da, um zumindest mal zu testen, wie das gute Zeug schmeckt. So. Ist natürlich noch sehr heiß, aber, also riecht so ein bisschen wie Birne und Apfel gemischt. Halt wie eine Quitte.
Wenn es auch so schmeckt, ist ja super. Das ist lecker. Muss ich jetzt gar kein Gelee von machen, könnte auch so gehen. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen ab. Mal sehen, wie viel Saft da noch zukommt. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder in der Küche. Hoffentlich zum Gelee machen, hoffentlich haben wir davon genug dann. Und hoffentlich habe ich es nicht ausgetrunken, beziehungsweise Flo. Bis gleich. Oh. Hat sich gelohnt, ne? Hier sind 700 drin und hier knapp 1000 und so ein bisschen blubbert der da noch. Also ich denke mal, da kann ich zweimal ordentlich Gelee von machen. Sehr schön gefällt mir auch die Farbe. Sehr schön gefällt mir die Farbe. Sehr gut gefällt mir die Farbe. Aber Sie wissen ja, was ich meine. 700 Milliliter braucht man bei Gelee, also bei Flüssigkeiten, um eine gute Konsistenz hinzukriegen. Da kommt jetzt gleich noch ein bisschen Zitrone mit rein. Und dann koche ich das Ganze mal auf. Und dann wird das ein, ich nenne es mal, Standard-Gelee. Mit dem zweiten habe ich ein bisschen was anderes vor. Da möchte ich Zimt mit reinmachen, dass man so ein bisschen eine andere Note hat. Aber erstmal werden wir das jetzt hier zack hineingießen. Das ist so schon ganz schön dickflüssig. Habe ich aber auch gelesen, dass das an sich schon sehr gelartig wird. So. Ein Schluck Zitrone. Und jetzt hole ich mir meinen Gelierzucker. Und dann schauen wir mal, was das wird. Vorher bereite ich noch meine Gläschen vor. Ja, und dann warten wir mal ab, was kommt, ne? Bis gleich. Können Sie das hören? Also nicht das Rauschen hier von der Platte. Das schüttet draußen wie aus Eimern. Es geht den ganzen Nachmittag schon so. Aber egal. Wir sind ja drinnen, ne? So, jetzt kommt mein Gelierzucker da rein. So. Und dann lassen wir das Ganze einmal ordentlich aufkochen. Das kennen Sie ja, nicht? Das mache ich ja immer. Und dann gibt es gleich das berühmte Tellerchen mit der berühmten Gelierprobe. Aber vorher lassen wir es erstmal ordentlich aufkochen. Also, mir gefällt ja besonders die Farbe, ne? Flori, magst du mal näher kommen? Kann man das sehen? Schöne Farbe. Ich hatte mir natürlich im Vorfeld ja Informationen herausgeholt, wie man Gelierzucker macht. Quatsch. Quittengelee macht. Weil das ist ja nicht so eine einfache Geschichte, ne? Ja. Und da stand dann, oder da waren dann Bilder abgebildet, wo das alles entweder sehr, sehr dunkel war oder gelb. Meint es rot? Oder rosa? Ja, weiß ich auch nicht. Aber im Endeffekt geht es ja nicht um die Farbe. Es geht ja darum, wie es schmeckt. Und wie es am Ende ist. Lassen wir uns mal überraschen. So, wir warten mal, bis das Ganze hier mal ordentlich sprudelnd aufgekocht ist. Und dann sehen wir uns zur Gelierprobe. Sprudelnd aufgekocht. Jetzt kommt das wieder mit der Gelierprobe. Und das geht bei dem Zeug angeblich sehr, sehr schnell. Stimmt, am Rand ist es schon fest, das geht da so echt schnell. Meine Oma hat das früher mal so gemacht. Daher weiß ich ja vieles oder habe vieles noch so im Hinterstübchen, was Oma immer gemacht hat. Die hat das wirklich im Moment stehen lassen und dann hat sie den Teller auf den Kopf gedreht.
Ich mache das nicht, weil ich hier nicht unbedingt sauber machen möchte. Also ich mache hier zwar schon jeden Tag sauber, aber das wäre dann nichts. Aber ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da wälzt es sich jetzt schon. Da. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Gelee jetzt so weit ist, dass es abgefüllt werden kann. Abfüllen mache ich immer in meine kleinen Gläschen hier, ne? So. Sicherheitshalber habe ich mir erstmal 10 Gläser hingestellt. Gleich wieder der Mythos, du musst die Marmeladengläser auf den Kopf stellen. Nein. Sieht das nicht gut aus? Quittengelee. Dann fülle ich die mal ab und dann sehen wir uns gleich zum Quitten-Zimt-Gelee wieder. Bis gleich. Da habe ich doch wirklich genau diese 1,4 Liter die ich jetzt hier brauche für das Quitten-Zimt-Gelee. Gott, das ist aber auch ein schwerer Zungenbrecher. Quitten-Zimt-Gelee. Ja, zu bekommen, herausbekommen. Ja, da warten wir jetzt, dass es langsam anfängt zu köcheln. Und jetzt kommt der Zimt. Und zwar, wenn es nach mir und Flo ginge, würden wir jetzt beim Zimt nicht sparen. Aber wir wollen ja von der Quitte auch was. So machen wir jetzt so ungefähr einen halben Esslöffel. So. Hier, das Häufchen hier, ne? Damit rein. Und lassen das mit aufköcheln. Von dem normalen Quittengelee, hier haben wir das. Haben wir übrigens 7 Gläser hingepackt. Also ich sag mal 7,5. Das andere überlebt es nur nicht bis morgen. Gibt es morgen zum Frühstück. So, das hier duftet jetzt schon unheimlich gut nach Zimt. Denke ich mal, wird auch sehr lecker schmecken. Könnte man theoretisch noch eine Nelke mit reinmachen. Würde dann auch so einen schönen Zimt oder so ein schönes Aroma noch geben, aber uns reicht Zimt. Jetzt warten wir erstmal, bis es wieder aufgekocht ist. Und dann werden wir davon nicht nur eine Gelierprobe machen, sondern auch eine Geschmacksprobe. Bis gleich. Ui, das riecht gut. Gelierprobe. Quitte Zimt. Ui. 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 Ein Kameramännchen mal abgeben, sonst kriegt zu Hause wieder Ärger. Ui. Du traust dich immer nicht zu sagen, ne? Nee. Ganz ruhig. So. Also, Quitte Zimt ist fertig. Und ich sage mal so, das schmeckt jetzt schon gut. Jetzt geht's los. Nennt man wohl Wind. Gleiches Prinzip wie eben. Abfüllen. Also rein theoretisch müsste ja, weil bei der normalen Quitte sind ja, ich weiß. Bei der normalen Quitte sind ja 7 Gläser rausgekommen. Jetzt ist das ja die doppelte Menge. Müssten ja normalerweise dann 14 Gläser rauskommen. Aber meistens aus unerfindlichen Gründen, warum auch immer, haut das nicht hin. Gucken wir mal, ob das jetzt auch so ist. Wir sehen uns gleich, wenn ich fertig bin.
7-mal normales Quittengelee. Und knapp ein halbes. Und nun bin ich ja echt erschrocken, ne? Es sind genau 14 Gläser geworden. Also doppelt so viel wie die. Und, wie hat Flo eben gesagt, ein Schluck. Ja, die zwei gibt es morgen früh zum Frühstück. Die anderen dürfen heute Nacht hier stehen, langsam abkühlen. Morgen kriegen sie dann noch ihr Schildchen. Ja, und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Marmelade. Nein, Gelee. Schmeckt wirklich sehr lecker hier, muss ich mal sagen. Und ist gar nicht mal so schwer. Am Anfang habe ich ja wirklich noch gedacht, so, oh, okay, diese schweren, festen Früchte, dann das Gehäuse raus und. Aber eigentlich geht das alles ganz einfach. Und wenn man mal sieht, was man am Ende hat, nämlich ja, rund 20 Gläser Marmelade, wieder für den Winter. Ja, das war unser Video, in dem ich versucht habe, mal Quitte, die ich gar nicht kannte, wirklich nicht, zwar vom Hörensagen, aber so noch nie verarbeitet habe, zu Gelee verarbeitet habe. Da kommt garantiert noch was nach. Und wenn ich in diesem Jahr noch Quitten kriege, dann werde ich mich vielleicht mal an so einen Likör und noch an so ein Brot wagen. Das weiß ich aber noch nicht genau. Wie gesagt, liegt immer daran, ob ich noch welche kriege oder nicht. Aber wenn, dann sehen Sie halt. Zweiten Teil Quitte. Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns treu. Daumen hoch fürs Video. Kommentare sind immer sehr gern gesehen. Freuen wir uns wirklich drüber. Und machen Sie noch mal ein bisschen Werbung. Wir sind zwar follower-technisch echt gut unterwegs, aber so ein paar gehen immer noch, ne? Also, wie gesagt, schönen Sonntag und bis nächste Woche und wir düsen jetzt nach Hause. Und morgen gibt's schönes Brot zum Frühstück mit Gelee. Bis dahin.